Jojojo! Und hier ist wieder die überflüssigste Sendung im deutschen Fernsehen. Die Blätlounge in der Blätlounge. Ei, gute, ihr Nasenbären. Alles frisch im Schritt. Madonna mia, ich werde verrückt in meinen Kopf. Ach, guck mal da, der Herr Abrazzo ist mal wieder am Rumjammern. Was hast denn für ein Problem, du armer Teibel? Ach, Kerbel, nickes. Was ist? Sag das Wort, nickes. Was für ein Wort? Das, was du eben gesagt hast. Teibel? Oh, Mama mia, schweige. Ich habe Angst. Was ist denn mit dir los? Seit wann hast denn du Angst vor dem Teibel? Weil unsere Seelen verloren sind. Was? Unsere Seelen sind verloren? Wie kommst du auf die Idee, du Schwätzer? Hey? Kerbel, weißt du denn nicht, was vorgeht auf unserer Welt? Wieso? Was geht dann vor? Die gesamte Christenheit steht vor dem Untergang. Die Christenheit vom Untergang hast du den Arsch offen? Wie kommst du auf die Idee? Und das steht doch in alle Zeitungen. Was steht in der Zeitung? Die Papst ist pleite. Was, der Papst ist pleite? Seh, die Kirche ist bankrott. Die Kirche ist bankrott? Spinnst du oder was? Seh, die Kirchengruppe hat ihnen so Levenza alle Tragen gestellt. Die Kirchengruppe? Hm? Du Arschloch, du Blödes, es ist doch nicht die Kirsch, das ist der Kirsch. Hä? Der Leo Kirsch, verstehst du? Die Leo Kirsche? Ah ja, das ist der aussieht wie der Lex Barker nach dem dritten Schlagaufall, weißt du? Hä? Ah ja, der mit ihrer Nachkriegsfrisur für Mopedfahrer. Hä? Ah ja, der mit dem Teppichhändlergesicht. Das hat also überhaupt nichts mit den Papsten zu tun? Geh fort, der hat sich zwar als Medienpapst gefühlt und hat für sein Fernsehprogramm Kollekte verlangt, aber jetzt ist sein letztes Mess gesungen, jetzt kriegt er den Beistuhl und am Hintern weggezogen. Den Beistuhl? Was? Das ist gut. Die Cash! Das ist die Cash!